Hi. Spam-Mail-Fail. So nenne ich es, wenn ich Spam-Mails erhalte, in denen so wenig Mühe und Liebe zum Detail drinnen steckt, dass ich nicht umhinkomme zu denken, jemand hat mich auf YouTube abonniert. Cool. Fail. Oh, wer will nicht schnell viel Geld bekommen? Und was gibt es nicht für einen besseren Weg, das zu tun, als auf eine Spam-Mail zu antworten? Wisst ihr, wenn ich E-Mails auf Englisch erhalte, dann würde ich sie auch auf Englisch vorlesen. Dear Sir. But I am Mr. Mark Henry, CFR, the manager bills and exchange at the Foreign Remittance Department of the United Bank for Africa. I am writing this letter to ask for your support and cooperation to carry out this business opportunity in my department. Jetzt kommt mein liebster Part. We discovered an abandoned sum of $20 million. 20 million United States dollars only. In an account that belongs to one of our foreign customers who died along with his entire family of a wife and two children in November 2016 in a plane crash. Since we heard of his death, we have been expecting his next of kind to come over and put claims for his money as the heir. Because we cannot release the fund from this account unless someone applies for claim as the next of kind to the deceased as indicated in our banking guidelines. Wunderbar ist ja ganz unten, schreibt dahin, Sie können mich übrigens unter dieser Telefonnummer erreichen. United Bank for Africa, oder kurz Uber. Ich dachte, mit Uber fährt man irgendwo hin. Nein, eine Uber, das vertausche ich mit U-Bahn. Doink. Doch, keine Sorge. Nur weil das erste Angebot fehlgeschlagen ist, heißt es nicht, dass das zweite auch fehlschlägt. Denn, ich meine, 20 Millionen ist schon viel, aber ich wüsste gar nicht, was ich mit so viel Geld mache. Deswegen habe ich hier zum Beispiel ein Angebot für 2 Millionen. Die wurden mir gespendet. Ich muss mich nur mehr an Marvis L. Wanzig wenden und dann gehört es mir. Allerdings muss ich zugeben, dass mir ein bisschen zu viel Aufwand. Also suchen wir weiter. Irgendwo werden wir schon die Millionen finden. Ha! This is Houston, Texas, USA. Cargo Handling Department. Okay. There's a false declared consignments deposit in our restricted bonded store. On routine investigation, I saw only your email address on the manifest. The value of the shipment is assumed $100 million. Wisst ihr, das klingt, das ist nicht zu viel, das ist nicht zu wenig, das passt. Habe ich nicht vorhin gesagt, 20 Millionen sind zu viel? Kann mich auch nicht entscheiden. Und das Einzige, was sie brauchen, damit sie mir die 100 Millionen geben, ist mein Name, meine Handynummer, meine Adresse, der nächste Flughafen und irgendein Ausweis. Sie sind ja nett, weil sie sagen nicht, sie brauchen einen Personalausweis oder sie brauchen einen Führerschein. Irgendein Ausweis. All communication must be private. Once completed, I will deploy the service of the secured dispatch company that will deliver to you. Entschuldigung, ich habe gerade gerupst, weil ich geredet habe, weil ich eine Lady bin. Ach, wisst ihr, irgendwie ist mir das zu viel, dass die Leute mir dauernd Geld schenken wollen. Das stresst mich dermaßen. Ich kriege hier ja schon richtige Falten. Oh nein. Nein, ich würde gerne mal... Oh, eine Mail von meinem Freund. Hallo, mein Freund. Wie sind Sie? Hallo. Punkt, 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 Punkt. Beistrich. Ich bin Herr Ahmed T. Taslim aus Lomé, Togo, Rechtsanwalt vom Beruf. Das ist so schön für dich. Ich mache dir dieses Angebot bezüglich des Todes meines Klienten, ein Ingenieur und ein ausländischer Auftragnehmer im Rohölbohrgerätehersteller. Wisst ihr, das ist die Sache, wenn ich sie vorlese. Manchmal haben diese Sätze so wenig Struktur oder eine so seltsame Struktur, dass ich immer drüber stolper. Ein ausländischer Auftragnehmer im Rohölbohrgerätehersteller. Er war mein Kunde, bevor er bei einem Autounfall ums Leben kam und insgesamt 9,5 Millionen Dollar in einer Bank hinterließ. Ich brauche Ihre Einwilligung, um Sie als nächsten Verwandten zu meinem verstorbenen Kunden zu präsentieren. Der Typ ist tot und du willst
mich ihm präsentiert. Das ist mir ein bisschen zu Zombie, okay? Da sie ein Ausländer sind und sie haben den gleichen Nachnamen mit ihm, so wird die Bank das Geld zu unserem beiderseitigen Vorteil zu ihnen übertragen. Okay, hör mal zu. Nur weil man denselben Nachnamen wie jemand anderer hat, heißt das nicht, dass man was mit dieser Person zu tun hat. Mia ist die derzeitige Präsidentin der Arbeiterkammer, Renate Anderl. Das heißt nicht, dass wir verwandt sind. Zumindest denke ich nicht, dass wir verwandt sind. Und da sind, weiß Gott, wie viele Laster draußen unterwegs, auf dem Groß Anderl steht. Das heißt nicht, dass es meine Laster sind. Aber es geht, habe ich gedacht, es sind unsere Laster. Erstens. Und zweitens, dieses Zombie-Ding macht mich wuschig. Da kannst du dir deine 9,5 Millionen behalten. Ich habe ohnehin ein Angebot für 100. Dann kommt ein bisschen mehr Bling-Bling auf diese Finger. Nicht wirklich. Und interessant finde ich auch, dass diese Nachricht irgendwie wiederholt ist. Das ist unten nochmal dieselbe Nachricht. Hello, Abstand, Beistrich. How are you and your family? Abstand, Beistrich. Please pardon me for contacting you through this media. I know we have not met before. No, we haven't met before. My name is Mrs. Teresita Bernier Rice, the wife of late Dr. Angelo Thomas Rice, a former Philippine military chief and cabinet minister who was shot by gunmen and later he died in a gunshot wound. He died in a gunshot wound. Das heißt, er lag in der Wunde drinnen. My late husband had in recent weeks made headlines after a former military budget officer accused him of... Oh, ich kenne dieses Wort nicht. Siphoning... Siphoning. Of enormous amounts of money from state coffers. Okay, sie sagt also, der Typ heißt Dr. Angelo Thomas Rice. Den gab's wirklich. Mhm. Und er ist schon gestorben. Jetzt bin ich gespannt. Woran ist denn der gute Herr hier gestorben? Was war es an dieser E-Mail? Er ist tatsächlich an einer Schussverletzung gestorben. Was nicht wahr ist, er hat sich selbst erschossen. He asked his children and bodyguard to go ahead and wait for him in the car before shooting himself in the chest near the heart. Irgendjemand lügt. Ich frage mich, ob es die Mail oder Wikipedia ist. Wiki. Das schnappe ich mir. Das sind nämlich nicht nur 10 Millionen Dollar, das sind 10 Millionen 200.000 Dollar. United States Dollars. Natürlich. Dollars. Kann mir bitte jemand schreiben, der nichts von mir will? Hello dear. Oh, ja. I know that this mail will come to you as a surprise. Nicht wirklich. As we have never met before. Zumindest nicht made. But need not to worry as I am contacting you independently of my investigation and no one is informed of the communication. I need your urgent assistance in transferring the sum of $11.3 million in my United States dollars immediately to a private account. The money has been here in our bank lying dormant for years. Now without anybody coming for the claim of it. I want to release the money to you. Oh, er will Geld befreien. Das ist erfreulich. Dann kann es endlich wieder in den Bäumen rumklettern, in den Flüssen schwimmen. Ihr wisst schon. Durch die Luft fliegen, so wie Geld das in freier Natur so macht. I want to release the money to you as a relative to a deceased customer, the account owner, who died along with his supposed next of kin since 16th October 2005. The bank laws here does not allow such money to stay more than 13 years because the money will be recalled to the bank treasury account as unclaimed fund. Was ich ja liebe ist, dass der Typ Mr. Michael Duku heißt. Michael Duku? Ich weiß nicht, der Name gefällt mir. Zumindest schreibt er zu, please respond urgently and delete if you are not interested. Rate mal, was ich gemacht habe. Ein Video drüber. Oh. Es wird zu warm. Um mein Herz herum. Antoinette hat mir geschrieben. Hallo, mein Geliebter. Ich grüße dich mit dem Namen unseres Herrn Jesu Christus. Okay. Es ist wahr, dass dieser Brief als Überraschung zu dir kommen kann. Dennoch bitte ich sie, das liebe ich,
Zuerst du, dann sie. Ich habe einen neuen Patreon, ich pack's nicht. Jetzt freue ich mich so sehr, jetzt kann ich mich gar nicht mehr über die Spam-Mail aufregen. Wo war ich denn? Dennoch bitte ich sie demütig, mit ihrer Aufmerksamkeit zu schenken und mich gut zu hören. Wart, mein Name ist Frau Antoinette Gross aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich bin mit Mr. Anthony Gross, oder wer ist seine Frau, ist Antoinette. Ich habe doch keine Ahnung, wie man diese Frau ausspricht. Er arbeitete im Jahr 2002 mit unserer Botschaft in Deutschland und arbeitete 16 Jahre lang in einer Botschaft in London, bevor er starb. Wir waren 25 Jahre ohne Kind verheiratet, bevor er nach kurzer Krankheit starb. Seit seinem Tod entschied ich mich aufgrund meines religiösen Glaubens nicht wieder zu heiraten. Als mein verstorbener Ehemann noch am Leben war, hinterlegte er eine Summe von 10.500.000 US-Dollar, amerikanischer Dollar. Danke, dass Sie das geklärt haben. Bei einer Bank hier in Amerika. Zurzeit befindet sich dieses Geld noch in der Obhut der Bank. Kürzlich sagte mir mein Doktor, dass ich wegen meiner Krebserkrankung für die nächsten 4 Monate nicht durchhalten würde. Nachdem ich meinen Zustand gekannt habe, habe ich beschlossen, dieses Geld an Kirchen, Organisationen oder gute Menschen zu spenden, die dieses Geld nutzen werden, so wie ich es hier unterrichten werde. Ich möchte, dass Sie dieses Geld für Kirchen, Wohltätigkeitsorganisationen, Waisenhäuser, Witwen und andere Bedürftige verwenden. Ich habe diese Entscheidung getroffen, weil ich kein Kind habe, das dieses Geld erbt. Außerdem sind die Verwandten meines Mannes mir nicht nahe, da ich ein Krebsproblem habe und es ihr Wunsch war, mich tot zu sehen, um seinen Reichtum zu erben, da wir kein Kind haben. Zuerst habe ich gedacht, die Verwandten ihres Mannes wollten ihr nicht zu nahe kommen, weil sie Krebs hat und ihre Verwandten denken, sie ist ansteckend oder so. Diese Leute sind dieses Erbe nicht wert. Aus diesem Grund nehme ich die Entscheidung, dich zu kontaktieren und spende diesen Fonds an dich, damit du ihn für die Wohltätigkeitsarbeit verwenden kannst. Schatzi, ich glaube, es gibt wenig fremde Leute, denen du einfach mal so viel Geld spenden kannst und sie machen wirklich das damit, was du willst, was sie damit machen. Ich meine ja bloß! Sobald ich Ihre Antwort erhalten habe, werde ich Ihnen den Kontakt der Bank hier in den Vereinigten Staaten von Amerika geben, wo dieses Geld hinterlegt ist. Ich werde der Bank auch ein Bewilligungsschreiben ausstellen, das Ihnen den gegenwärtigen Begünstigten dieses Geldes beweisen wird. Ich möchte auch, dass du mich immer in deine Gebete bringst. Nein! Jede Verzögerung in Ihrer Antwort kann mir Raum geben. Ist es gut oder schlecht? Nach einem anderen guten Menschen zu diesem Zweck zu suchen, bitte versichern Sie mir, dass Sie sich wie oben beschrieben verhalten werden. Danke und verbleibe gesegnet, deine Schwester im Herrn, Frau Antoinette Gross. Es wäre schön, wenn sie sich zumindest auf eine Schreibweise von Antoinette einigen könnte, weil einmal ist es Antoinette. Dann ist es Antoinette und dann ist es Antoinette. Liebste. Ja, okay, du kannst mich jetzt schon mal. Mein Name ist Lian Sabal. Freut mich, Sie kennenzulernen. Die einzige Tochter von Late Mr. und Mrs. Pascal Sabal von Elfenbeinküste. Wisst ihr, das ist eine Sache, die ich am meisten an diesen Mails liebe. Diese schreckliche Satzstellung, wo man ganz genau weiß, sie haben das, was sie sagen wollten, einfach in den Google-Übersetzer gehaut. Und das Resultat dann in eine E-Mail gepackt und gesagt, raus in die Welt mit dir und reiche Menschen. Verende ihr Leben. Und mach mich reicher. Ja, auf Kosten anderer. Öl- und Gasölhändler. Ich habe meine Eltern in einer politischen Krise verloren. Ich fühle mit dir. Ich habe meinen Papa mal am Weihnachtsmarkt verloren. Deshalb brauche ich Ihre Unterstützung für Investitionen. Dies könnte eine Überraschung für Sie sein, wo ich Ihren Kontakt bekommen habe. Kontakt aus dem Internet nach einer zuverlässigen Person suchen. Nachdem ich gefastet und gebetet hatte, entschied ich mich, Sie zu kontaktieren. Ich wende mich an Sie bezüglich Ihrer Unterstützung beim Transfer und der Anlage meines verstorbenen Vaters Deposit Fund in Ihrem Land. 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 Entschuldigung. Oh, jetzt habe ich ein Ohren für den Rest des Tages. Nach Ihrer Antwort werde ich Ihnen Details über die Summe von 5 Millionen US-Dollar geben. Da fehlt die Klammer, in der die 5 Millionen ausgeschrieben stehen. Und dahinter 5 Millionen US-Dollar in Amerika.
US-Dollars, Entschuldigung. Die meine verstorbenen Eltern für mich hinterlassen haben und wie sie möchten. Wisst ihr, das ist die Sache mit diesen Dingern. Du kannst mitten im Satz anfangen zu lesen und es macht genauso wie Satz, als hättest du am Anfang des Satzes angefangen zu lesen. Die meine verstorbenen Eltern für mich hinterlassen haben und wie sie möchten, dass sie mir dabei helfen, sie klug in ihr Land zu investieren. Okay. Ich möchte, dass sie wissen, dass ich bereit bin, ihnen 20% des Total Deposit Fund anzubieten, nur um ihre Unterstützung zu erhalten, damit sie mir bei der Übertragung und Anlage dieses Funds in ihrem Land helfen können. Deposit Fund in ihrem Land. Deposit Fund in ihrem Land. Deposit Fund in ihrem Land. Bitte kontaktieren Sie mich für weitere relevante Details. Danke und Gott segne freundliche Grüße. Ja, Gott sollte freundliche Grüße wirklich segnen. Und eine Sache, weil es mir gerade einfällt. Gibt es irgendwo im Internet so eine Liste von guten Menschen, so... Das ist eine Liste von bösen Menschen, da gibt es eine Liste von guten Menschen, denn anscheinend stehe ich in vielen Listen drin von guten Menschen. Ich meine, es freut mich, natürlich. Ich bin gern gut, aber... Woher haben die meine E-Mail-Adresse? Ich kann mich nicht erinnern, dass mich jemand angeschrieben hat, hallo, wir suchen noch ein paar gute Menschen. Ach, da könnt ihr mich gleich dazu packen. Nein, einfach nein, na, aus, Schluss, pfui, pfui, pfui. Investments, Ich suche ihre Zustimmung, mit ihnen als mein Partner zu arbeiten. Schätzchen, ich arbeite vielleicht als Partnerin, aber nicht als Partner. Kannst du bitte deine Sätze gendern? Oh. Ich habe ungefähr 7 Millionen, also du solltest wirklich genau wissen, was du hast, sonst arbeite ich jetzt gar nicht mit dir zusammen. Okay? Okay. Ich habe ungefähr 7 Millionen aus einem sehr echten Quelle und die möchte ich in ihrem Land zu investieren. Ich brauche dich, mich, wie diese Fonds in Immobilien oder anderen Unternehmen, die hohe Renditen on Investment zu ergeben könnte, investieren zu führen. Bitte kontaktieren Sie, damit ich Ihnen austauschen. Schatz, du kommst mir nicht zu nahe. Du tauscht mich nicht aus. Du investierst bitte nirgendwo irgendwas und... wer ist Roy? Kannst du Roy bitte aus der ganzen Sache rauslassen, George? Roy ist alt, okay? Roy fällt meistens auf Spam-Mails rein. Du solltest ihn echt nicht mit sowas gehören. Also, zieh ihn in die ganze Sache nicht rein. Roy ist sehr naiv. Lass es. Lieber in einem Gott. Wisst ihr, es klingt wahrscheinlich ganz, ganz schrecklich. Und ich mag es nicht, wenn Leute sofort an irgendwelche sexuellen Dinge denken, wenn sie irgendwas lesen. Eigentlich mag ich das nicht. Aber ich muss zugeben, es passiert mir öfter, dass ich zugeben will. Ich muss zugeben, es passiert mir... Ach, Lena. Diese Mails färben auf einen ab. Bei Lieber in einem Gott habe ich irgendwie so ein schwules Pärchen vor Augen. Willst du vielleicht ins Kino gehen, Schatz? Oh nein, ich wäre viel lieber in einem Gott. Entschuldigung. Möge der Segen Gottes des Allmächtigen bei dir. Ich weiß, dass dieser Vorschlag definitiv zu dir kommen wird, aber ich glaube, dass ich einen guten Tag habe, damit ich einen Moment zurückkommen kann. Ich weiß, dass meine Damen, Mrs. Adeline Rowland, 56 Jahre alte Witwe, ich bin verheiratet mit Mr. David Rowland, wir sind indische Staatsbürger, ich war aufgewachsen vom Waisenhaus, ich bin in Atchit, Handelsstadt von... Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Mein geliebter Ehemann und unser einziger Sohn William starb bei einem tödlichen Unfall, der am 5. November 2014 passierte. Ihr Tod war ein Herz, das mir gebuttert wurde. Ich kann Gott nicht den Grund dafür in Frage stellen. Ihr Tod war ein Herz, das mir gebuttert wurde. Oh je, es tut mir leid, aber du kannst das nicht so hinschreien, da muss ich lachen. Im Juli 2016 bestätige ich, dass ich einen Lungenkrebs erkrankt habe, aber ich denke, dass ich ein gutes Leben habe, aber ich glaube, dass ich wieder hier bin. Ich würde nach dem Tod sein von allem meinen Doktor. Der Krebs ist zu einem sehr kritischen Stadium gekommen. Da mein Leben in dieser Welt kurz ist, verflüchtige ich mich innerhalb von 3 Tagen zu beten. Du verflüchtigst dich, was ist das für ein Krebs, den du hast? Und bat Gott, eine zuverlässige und fähige Person zur Verfügung zu stellen, die Summe von $800 spendete, die von meinem verstorbenen Mann deponiert ware Bank hier in Abidjan, Côte d'Ivoire.
Côte d'Ivoire. Ich möchte, dass der Fonds in guter Weise verwendet wird, um Armee-Leute nicht zu demütigen. Ich wünsche diesen Fonds für Charity Works zu Ihnen. Ich brauche dringend Hilfe und Unterstützung von Ihnen. Bitte, ich denke, es ist kein Geld. Warte, was? Du kannst mir nicht sagen, dass du mir $800.000 gibst und dann ist es plötzlich kein Geld. Und es ist keine Gefahr. Ich glaube nicht, dass ich Geld habe. Oh, aber ich denke, dass ich in der Obhut eines Mannes bin, die Arbeit von Gott und Wohltätigkeitsarbeit zu unterstützen. Das bedeutet, dass ihr Ehemänner kämpft, ist umsonst. Okay, das, was ich jetzt den letzten Satz, wenn man es denn so nennen will, entnehmen kann, ist, dass sie in der Obhut eines Mannes ist und anscheinend mehr als einen Ehemann hat und die kämpfen. Aber es macht keinen Sinn. Bitte, ich denke, dass unsere Freunde sind, dass sie in der Lage sind, eine positive Erfahrung zu machen und dass die Familie einen sehr guten Ruf hat. Ich würde nicht glücklich machen, wenn ich nicht dem Fonds spare, um Waisenkinder wie mir zu helfen. Jetzt bist du auch noch ein Waisenkind. Schatzi, du hast wirklich viel in deinem Leben erlebt, ha? Wenn sie bereit und hilfreich, um die Erfüllung des Projektes zu helfen. If you cannot want it, name your Wohnadresse, deine Herkunft. With a Personalausweis oder Führerschein, sodass ich mich um Justizministerin kümmern kann. Das klingt so, als würdest du gerade einen Attentat planen, damit ich mich um die Justizministerin kümmern kann. Um den Wechsel des Eigentums Urteils wird, wenn sie rechtlich nach denen, die neue Begünstiger des Fonds sind, so wird ihr Anspruch auf den Fonds der Bank angenommen, wo der Fonds hinterlegt ist, werde ich, nachdem ich die eine staatliche Erklärung zu ihren Gunsten habe, den Kontakt der Bank erhalten, dass du ein Bankdirektor für den Geldtransfer, möge Gott sie segnen, wenn sie die richtige Entscheidung treffen. Bitte zieh es vor, dass du antwortest. Deinen einem Gott. Und jetzt ist die Dame in einem Gott drinnen. Deposit Fund in meinem Land. Deposit Fund in meinem Land, oh yeah, the positive fun. In meinem Land. Damit schließen wir für heute ab. Also das hat mir sehr gut gefallen. Die letzte Mail ganz besonders, denn es war so viel Drama, so viel Aufregung drin. Das hat mich wirklich... Ich habe mich nämlich schon gefragt, was passiert mit den Ehemännern im vierten Kapitel? Und dann kommen die gar nicht mehr vor. Und ich habe mir gedacht, was? Wieso kommen die Ehemänner nicht mehr vor? Und warum will sie jetzt eine Justizministerin umbringen? Und dass ihr Herz gebuttert wurde... Das hat mich persönlich, das hat mich getroffen, das hat mich berührt. Ich habe das noch nie gehört. Ich wusste es nicht, dass es solche Leute noch gibt. Die anderen das Herz buttern. Auf der anderen Seite, das klingt fast so ein bisschen, als hätte sie Diabetes oder verkalkte Arterien. Mein Herz wird gebuttert. Wenn ihr mir was schicken wollt, dann einfach durch die E-Mail-Adresse in der Kanal- oder Videobeschreibung. Und keine Sorge, ich bin guter Mann und habe viel Geld. Eigentlich kann ich mir mit dem ganzen Geld jetzt voll viel Viagra kaufen. Wow. Das freut mich natürlich sehr. Oder auch Levitra. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, ich passe auf mich auf. Cool Abschiedskuss. Deposit Fund in meinem Land. Deposit Fund in meinem Land. Ich verstehe nicht, dass der neben mir schlafen kann.